Eine der größten Sorgen der Deutschen, die den Kauf von Elektroautos verhindert, ist die German Reichweitenangst. Man hat die Sorge, mit dem Elektroauto nicht wirklich flott zu kommen. Man hat die Sorge, irgendwo liegen zu bleiben, am Ende keine Möglichkeit zu haben, das Auto zu laden. Der Strom fehlt und die ganze Elektromobilität funktioniert am Ende nicht. Doch die Frage ist, ist das wirklich so? Ist es wirklich so kompliziert, ein Auto zu laden? Ist es so problematisch, hier auf Reichweite zu kommen? Genau das ist das Thema, das wir uns heute in meinem Video hier anschauen. Um vorab gleich einige Kommentare zu beantworten. Ich habe für dieses Video kein Geld bekommen. Ich habe für meinen Tesla hier den Listenpreis bezahlt und Tesla hat mich zudem noch mit Nicht-Einhalten von Lieferterminen und anderen Problemen deutlich verärgert. Das heißt, wer ein Auto ohne Service kaufen möchte, der kann sich gerne für einen Tesla entscheiden. Ich würde dieses Auto trotzdem wieder kaufen, denn im Prinzip, wenn man es erstmal hat und den ganzen Ärger hinter sich gelassen hat, ist es genial. Und andere Kommentare werden sicherlich gleich kritisieren, dass die Umweltverträglichkeit eines Elektroautos doch grottenschlecht ist und warum ich nicht einfach mal an die ökologischen Folgen denken könnte. Genau das habe ich aber getan, deswegen habe ich mich für ein Elektroauto entschieden. Nämlich wer in einer Stickoxidschleuder sitzt und mit einem Benzin und Diesel rumfährt, der sollte relativ vorsichtig sein mit negativen Kommentaren für Elektroautos. Details zur Ökobilanz und zu den Problemen des Elektroautos habe ich in meinem Video Questioning to Go Folge Nummer 7 hier verlinkt, gezeigt und erläutert. Eins ist klar, wir müssen die Anzahl der Autos in Deutschland deutlich reduzieren und deswegen habe ich einen Heidenrespekt vor allen Menschen, die komplett auf das Auto verzichten, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad unterwegs sind. Nur wir müssen in 15 Jahren klimaneutral werden, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Das heißt, wir dürfen in 15 Jahren gar keinen Benziner, gar keinen Verbrenner mehr auf den Straßen haben. Das heißt, die Autos, die dann noch unterwegs sind, müssen elektrisch sein. Das ist nämlich eine Illusion, in 15 Jahren hier in Deutschland komplett auf das Auto zu verzichten. Deswegen müssen wir jetzt auf die Elektromobilität setzen und vor allen Dingen müssen wir auch jetzt damit aufhören, Benziner und Verbrenner herzustellen und diese noch zu kaufen. Doch zurück zum Thema Laden von Elektroautos. Die deutsche Reichweitenangst zieht sich durch breite Teile der Bevölkerung bis hin zur großen Politik und sie war einer der Hauptgründe, warum das mit der Elektromobilität bislang nicht so richtig geklappt hat. Ein Beispiel dafür war der baden-württembergische Ministerpräsident, der 2017 am Rande des Grünen Parteitags gesagt hat, stell dir mal vor, es fahren 5 Millionen Elektroautos rum, wo laden die? Ja, wenn die Fantasie bei der Politik schon fehlt, dass wir in einigen Jahren nicht ausreichend Steckdosen bauen können, wie wollen wir da von der breiten Bevölkerung erwarten, dass sie für die Elektromobilität am Ende brennt? Viele versuchen, ihre Erfahrungen von dem Verbrennerauto auf das Elektroauto zu übertragen. Sie glauben, man müsse wie mit einem antiken Benzin- oder Dieselauto permanent an eine Tankstelle fahren, um das Auto dort wieder voll zu machen. Hier die gute Nachricht, wenn ihr Elektroauto fahrt, vergesst die Tankstelle. Ihr habt nie wieder nach Diesel stinkende Hände, ihr braucht keine Treibstoffdämpfe, die giftig sind, einatmen. Ihr braucht keine Tankstelle mehr. Mit der Elektromobilität beginnt ein vollkommen neues Zeitalter des mobilen Verhaltens. Und wie das Ganze funktioniert, das Laden, das schauen wir uns dann später an. Ja, wir haben in Deutschland gerade einmal 14.500 Tankstellen. Wir haben aber zig Millionen Stromanschlüsse, wir haben Milliarden an Steckdosen. Das heißt also, die Zahlen sprechen erstmal ganz klar für das Elektroauto. Die Frage ist nur, wie bekommen wir den Strom von der Steckdose in das Auto? Die einfachste Möglichkeit, ein Elektroauto aufzuladen, ist die ganz gewöhnliche Haushaltssteckdose oder auch Schuko-Steckdose genannt. Die findet man zu Hause bei Freunden und Bekannten, also praktisch überall. Und damit kann ich auch mein Auto überall aufladen. Also ich habe immer ein 50 Meter Verlängerungskabel dabei. Ein ganz gewöhnliches Verlängerungskabel, wie man es auch so für Rasenmäher und weiteres verwendet. Damit kann ich mein Auto praktisch überall aufladen. Viele glauben jetzt, boah, das dauert dann aber ewig mit so einem Kabel das Auto laden. Am Ende ist das aber auch gar nicht wirklich schlimm.
Der typische Stromverbrauch eines Elektroautos liegt irgendwo zwischen 12 und 22 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, wenn wir mal von Stromfressern wie dem Audi e-tron oder dem Porsche Taycan absehen. Übrigens, wenn ihr mal so richtig lachen wollt, dann googelt mal, was e-tron auf Französisch heißt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum man bei Audi sich so einen Namen ausgesucht hat. Da muss jemand in der Audi-Abteilung Elektroautos richtig gehasst haben. Elektroautos von Audi dürften in Frankreich unverkäuflich sein. Wer will schon mit einem durch die Gegend fahren? Ja, im Durchschnitt kommt ein Elektroauto also so auf etwa 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und wenn ihr das mal in normalen Spritverbrauch umrechnen wollt, könnt ihr diesen Wert einfach ungefähr durch 10 teilen. Das heißt, so ein Elektroauto kommt dann auf 1,8 Liter Sprit auf 100 Kilometer. Da kann man schon richtig Respekt bekommen. Ein gewöhnlicher Verbrenner wird solche Werte nie erreichen, es sei denn, die Hersteller finden wieder mal irgendeine Möglichkeit, da kräftig zu schummeln. Mit einem normalen Schuko-Stecker kann man mit einer Ladeleistung von 2,3 kW laden. Das ist ungefähr so viel, wie ein richtig dicker Föhn zieht. Also gar nicht mal so groß. Aber damit kann man immerhin schon 13 Kilometer in der Stunde nachladen. In 12 Stunden sind das dann 153 Kilometer. Das heißt, die Fahrt zur Arbeit und zurück lässt sich über Nacht problemlos mit so einem Kabel wieder ins Auto bringen. Und Hand aufs Herz, euer Auto steht doch mehr rum, als es wirklich gefahren wird. Die Haushaltssteckdose ist nicht wirklich als Dauerlösung geeignet und gedacht. Das heißt, wer zu Hause einen eigenen Stellplatz hat, der müsste über so eine Wallbox nachdenken. Eine Wallbox ist ein Ladegerät, mit dem man A mit höheren Ladeleistungen laden kann. Man kann dann auch die Ladezeiten einstellen oder man kann das Laden auf die Solaranlage abstimmen. Bei mir ist es so eingestellt, dass das Auto auch wirklich nur dann geladen wird, wenn ausreichend Solarstrom von der eigenen Photovoltaikanlage zur Verfügung steht. So kann ich dann von Frühjahr bis Spätherbst nur mit Photovoltaikstrom durch die Lande fahren und nur im Winter, wenn mal wirklich wenig Sonne da ist, dann muss ich das Laden hier nochmal mit der Hand anschalten. Hier sehen wir als Beispiel das Laden für den 16. März. Die gelbe Linie, das ist der zur Verfügung stehende Solarstrom. Der graue Bereich ist der Stromverbrauch des Hauses und der orangene Bereich hier, das ist die Ladung des Elektroautos. Und obwohl die Tage im März noch relativ kurz sind, wurde das Auto mit 22 Kilowattstunden an reinem Solarstrom geladen, ausreichend für 120 Kilometer komplett klimaneutrales Autofahren. Wenn man ein Elektroauto mit einer Wallbox laden will, braucht man ein spezielles Autoladekabel. Hier gibt es zwei verschiedene Anschlussdosen. Typ 2, das ist das System, was in der Regel von den deutschen Herstellern, auch von Tesla Model 3 hier verwendet wird. Die Dose, die wir hier haben, die asiatischen Hersteller haben ein anderes System, das nennt sich dann Typ 1. Ein Typ 2 Stecker sieht dann so aus und der zugehörige Typ 1 Stecker für die asiatischen Autos hat eine etwas andere Form. Ich habe das Kabel von meiner Wallbox so montiert, dass ich innerhalb von wenigen Sekunden den Ladevorgang starten, Klang, fertig, das war's. Im Fachhandel gibt es dazu spezielle Haltevorrichtungen für Ladekabel. Wenn ich wieder losfahren will, ist das Auto in wenigen Sekunden wieder startklar. Man kann einsteigen und losfahren. Komfortabler geht es eigentlich nicht. Man braucht auch für das ganze Alltagsgeschäft nicht mehr zur Tankstelle fahren, keine Preisvergleiche mehr zu machen, das Laden funktioniert hier zu Hause und findet im Wesentlichen zu Hause statt. Wie schnell ein Auto mit einer Wallbox geladen werden kann, hängt dann im Wesentlichen von der Ladeleistung ab und die ist je nach Auto durchaus unterschiedlich. Autos mit kleinen Batterien werden meist einphasig geladen mit einer Leistung von 3,7 bis maximal 7,4 kW. Damit kann man dann in einer Stunde immerhin 21 bzw. 41 Kilometer nachladen und in 12 Stunden sind es dann 247 bis 493 Kilometer und das ist doch für den Alltagsgebrauch durchaus ausreichend und darum habe ich auch zu Hause selbst nur eine Wallbox mit einer Ladeleistung von 3,7 kW.
Manche Autos vertragen auch größere Ladeleistungen. Dann wird dreiphasig geladen, das heißt im Anschlusskabel sind dann drei Adern, über die die Leistung ins Auto fließt. Die Ladeleistungen sind dann zwischen 11 und sogar maximal 22 Kilowatt, die möglich sind. Und dann haben wir in der Stunde 61 bis 122 Kilometer, die nachgeladen werden kann. In 12 Stunden bis zu 1467 Kilometer. So große Batterien gibt es gar nicht. Und für den Privatgebrauch beim eigenen Stellplatz sind solche Ladeleistungen dann eigentlich auch schon ziemlich überdimensioniert. Ja, übrigens, je höher die Ladeleistung ist, desto kürzer ist auch die Lebensdauer der Autobatterie und desto teurer ist am Ende auch die Wallbox. Das heißt, man sollte sich gut überlegen, ob man aus Reichweitenangst unbedingt die Wallbox überdimensionieren sollte. Man sollte sich wirklich am Anfang überlegen, welche Ladeleistung man auch wirklich braucht. Da kann man ein paar Euros am Ende auch sparen. So eine Wallbox muss vom Elektriker angeschlossen werden. Die Kabel sind dicker als bei einer normalen Haushaltssteckdose und die Wallbox sollte dann beim Netzbetreiber in der Regel auch angemeldet werden. Bei Ladeleistung oberhalb von 11 kW braucht man auch eine spezielle Genehmigung. Rund die Hälfte der Deutschen wohnt im Wohneigentum, also in einem Familienhaus oder einer Eigentumswohnung. Viele von ihnen haben dort auch einen eigenen Stellplatz. Doch was ist mit der anderen Hälfte? Die wohnen in Mietwohnungen und auch nicht jeder, der Wohneigentum hat, hat einen eigenen Stellplatz. Das heißt, hat man einen eigenen Stellplatz, ist das Laden kein Problem. Ohne, ja, gibt es andere Möglichkeiten. Man kann natürlich erstmal den Arbeitgeber noch versuchen, hier Lademöglichkeiten zu schaffen, wenn das nicht klappt. Oder wenn man auch eine längere Fahrt hat, die außerhalb der Batteriereichweite liegt, dann ist man auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Und welche Möglichkeiten es dort gibt, das schauen wir uns jetzt einmal näher an. In Deutschland gibt es inzwischen viele tausend Ladesäulen und es werden täglich mehr. Um einen Überblick zu haben, wo man laden kann, kann man im Internet zum Beispiel auf das Forum goingelektric.de gehen. Dort sieht man, wo Ladesäulen in der näheren Umgebung sind. Man kann die Adresse eingeben, man kann sehen, mit welcher Ladeleistung man laden kann, welche Karten akzeptiert werden und was in der Umgebung der Ladesäulen zum Beispiel an Cafés oder Restaurants vorhanden ist. Das ist ein sehr schöner Service. Man braucht aber zum Laden des Elektroautos in der Regel auch eine Ladekarte. Da empfiehlt es sich, die gängigen Ladekarten, die kostenlos sind, alle zu bestellen, damit man auch nicht vor einer Ladesäule steht und am Ende dann das Auto nicht laden kann. Oftmals geht das auch mit einer App, das ist aber meistens relativ teuer. Das Einzige, was beim Elektroautoladen wirklich momentan noch ein Ärgernis ist, ist die Situation mit den Ladekarten, weil das auch intransparent und teuer ist. Hier müsste der Gesetzgeber einiges tun. Dazu mache ich vielleicht demnächst auch noch mal ein Video. Um ein Elektroauto laden zu können, braucht man erstmal die richtige Ladekarte und vor allen Dingen ein zum Auto passendes Ladekabel. In Deutschland haben die Ladesäulen in der Regel alle eine Typ 2 Dose. Das heißt, hier braucht man den passenden Stecker für das Auto. Wie vorhin erwähnt, das passende Kabel entweder mit einem Typ 1 oder Typ 2 Stecker. Zuerst verbindet man das Ladekabel mit der Ladestation und dem Elektroauto. Und es ist sinnvoll, dass so ein Kabel eine Länge von 7 bis 10 Meter hat. Das ist hier nicht unbedingt nötig. Aber oftmals stellen sich Verbrennerautos direkt vor die Ladesäule und dann hat man durchaus ein bisschen Spielraum, um zu manövrieren. Ja, mit der passenden Ladekarte kann man nun einfach den Ladevorgang starten. Und dann werden die Kosten für den Ladevorgang wie vorher mit dem Kartenbetreiber vom Konto abgebucht oder über die Kreditkarte abgerechnet. Aber hier muss man ganz genau schauen, dass es keine bösen Überraschungen gibt. Einige Anbieter verlangen Wucherpreise. Mehr wie 40 Cent für die Kilowattstunde Strom halte ich eigentlich für nicht akzeptabel. Wenn ihr den Strompreis in den Spritpreis vergleichsweise umrechnen wollt, könnt ihr einfach den Strompreis ungefähr mal 3 nehmen. Das heißt, 40 Cent pro Kilowattstunde würden dann 120 Cent pro Liter Sprit oder 1,20 Euro bedeuten. Das kommt daher, dass ein Liter Sprit ungefähr 10 Kilowattstunden Strom hat, aber das Elektroauto dreimal so effizient fährt wie ein Verbrenner. Ja, je nach Ladeleistung des Autos kann man so 11 bis 22 kW an Leistung laden. Also, und das haben wir vorhin ja schon mal überlegt,
bringt so gut maximal 100 Kilometer pro Stunde. Wenn man in der Urlaubsfahrt mal schnell weiter will, ist das natürlich hier keine Lösung. Dazu brauchen wir etwas, was mehr Wumms hat. Und das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Ja, möchte man schneller laden, braucht man eine Schnellladestation, wie sie hier steht. Und dann fließen nicht mehr Wechselströme ins Auto, sondern hier wird über hohe Gleichströme geladen. Und dafür gibt es im Prinzip zwei Standards. Der erste Standard ist CHAdeMO. Der wird für die asiatischen Autos in der Regel noch verwendet. Der zweite Standard ist CCS. Dieser kommt bei europäischen Automarken und dem Tesla Model 3 zum Einsatz. Ja, für die Schnellladestation braucht man kein eigenes Ladekabel. Wie bei einer antiken Tankstelle sind hier die Ladekabel schon dran. Und ich kann jetzt einfach hier wieder das Kabel mit dem Auto verbinden, mit der Ladekarte, dann die Station freischalten und schon kann das Laden losgehen. Ja, Schnellladesäulen haben wirklich eine richtige Power. Mit dem CHAdeMO-Stecker kann man bis zu 60 Kilowatt, mit dem CCS-Stecker bis zu 300 Kilowatt laden. Das heißt, in einer Stunde kommen dann 1670 Kilometer zustande. Ein Auto, das wie hier etwa 500 Kilometer Reichweite hat, wäre dann in 20 Minuten vollgeladen. Ich sage wäre, weil die meisten Autos können noch gar nicht mit den ganz hohen Ladeleistungen arbeiten. Oftmals ist bei 150 Kilowatt Schluss, dann dauert das Aufladen so eines Autos etwa eine Dreiviertelstunde. Aber ich glaube, das ist auch nach 500 Kilometern als Pause verkraftbar. Hier sind wir an einer Tesla Schnellladestation, auch Tesla Supercharger genannt. Hier haben wir auch wieder zwei Stecker, aber das ist hier ein Stecker, der nur bei Tesla funktioniert, bei dem alten Model S oder den vorigen Varianten. Hier beim Model 3 haben wir dann auch wieder das europäische CCS und das kann ich jetzt einfach bei mir einstecken. Und das Coole hier daran ist, da ich ein Konto bei Tesla habe, erkennt die Ladestation mein Auto sofort. Ich muss überhaupt nichts eingeben, nichts freischalten. Die Ladung funktioniert und startet von selber. Es wird am Ende abgerechnet für einen fairen Preis. Und ich glaube, so muss die Elektromobilität auch aussehen. Das ist hier durchaus die Zukunft. Ja, zum Schluss noch mal ein Wort an alle Skeptiker, die meinen, unsere Netze werden zusammenbrechen, wenn wir überall Schnelllader haben und dann 5 Millionen Elektroautos gleichzeitig laden. Diese und andere Vorurteile habe ich auf meinem Video Questioning to go Folge Nummer 7 auf meinem Kanal näher erläutert. Das könnt ihr euch anschauen. Mit einem ganz einfachen Beispiel, einer einfachen Überlegung kann man sich auch denken, dass das Quatsch ist. Wenn 5 Millionen Verbrennerautos, also Benzin- und Dieselautos, gleichzeitig tanken wollten, auf den Tankstellen verteilt, könnt ihr euch auch überlegen, was los wäre. Wir haben hunderte von Autos, die an jeder Tankstelle anstehen würden. Man müsste stundenlang warten, bis man drankommt. Der Verkehr in Deutschland würde kollabieren und die Letzten der Schlange würden gar keinen Sprit mehr bekommen, weil er schon vorher alle ist. Genauso wie es bei Verbrennern nicht funktioniert und auch nicht klappen wird, aber dieses Extremszenario auch nicht eintritt, werden wir dieses auch natürlich bei den Elektroautos niemals sehen. Also ihr habt gesehen heute in diesem Video, dass das Laden von Elektroautos gar kein Problem mehr darstellt. Elektroautos werden immer komfortabler, die Reichweiten der Batterien nehmen zu und die Anzahl der Ladesäulen, die steigt auch stetig an. Wenn ihr wirklich was Gutes für den Klimaschutz tun wollt, dann wäre es natürlich noch besser, wenn ihr versucht, komplett auf das Auto verzichten, also mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln oder dem Fahrrad euch zu bewegen. Denn wir müssen in den nächsten 20 Jahren für den Klimaschutz die Autos halbieren. Die Anzahl darf nicht mehr so groß sein wie heute und die Autos, die dann noch übrig sind, die müssen alle klimaneutral, also ohne Benzin und Diesel fahren. Und was ihr auf gar keinen Fall tun solltet, das wäre, sich heute für einen neuen Verbrenner auf Benzin und Diesel zu entscheiden, den am Ende auch gar keiner mehr haben möchte, denn das ist Gift für das Klima. Oh nein, nicht der schon wieder. Hier ist der Anrufbeantworter von Volker Quaschen. Für Kaufprämien von Diesel- und Benzinfahrzeugen bin ich nicht erreichbar. Sie können aber alternativ meinen Kanal abonnieren, Sie können die Glocke drücken, um keine weiteren Videos zu verpassen und natürlich können Sie den Daumen nach oben drücken, um dieses Video
zu liken. Und Sie erreichen mich das nächste Mal auch genau hier auf meinem Kanal.